wie würdet ihr ihren eigenen Stil beschreiben? Also was tragt ihr gerne? So. Ja, alles was Sport ist, ja. ist und auch so ein bisschen Vintage, so Secondhand. Ich trage alles gerne. Alles was bequem ist, Farben hat. Die Farben müssen zusammenpassen auf jeden Fall und die Schnitte. Eigentlich immer relativ locker angezogen. Also eine Jeans, ein gutes T-Shirt, ein Pullover ist eigentlich immer wichtig für mich. Ich trage gerne schwarz und ja, halt nicht so schick, sondern eher alltagstauglich. Ich kleide mich auch eher sportlich, habe eigentlich feste Marken. Ich bin eine kleine Markensau. Ja, auch eher so ein bisschen lässig. Also kommt drauf an, ne? Wenn man jetzt abends weggeht, dann schon eher schicker, aber sonst eher lässig. Einfach und locker, schlichte Klamotten, schlichte Farbstil. Was war dein schlimmstes Modeoutfit oder was würdest du generell als No-Go in der Modewelt bezeichnen? Es gibt immer irgendwas, was richtig scheiße aussah in der Vergangenheit. Ich hatte so mit, ich glaube 14 oder so, so eine neon-pinke Hose. Die habe ich sehr gerne getragen. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, auf jeden Fall. Damals war, als die Mama immer vorgeschrieben hat, was du trägst. Ich glaube, komplett casual. Komplett, was, wenn du zum Beispiel zum A&M gehst und du siehst da Klamotten, so eine Hose und dann eine Jacke und du denkst, ja, das will ich kaufen. Und dann du machst das so, wie das du gesehen hast. Und das ist auf jeden Fall No-Go. Das, ja. Du musst immer ein bisschen von dich selber geben. Und das finde ich, das Mode ist. Welchen Trend würdet ihr so nie mitmachen? Oh, ich lasse mich schon gerne mal von einem Trend irgendwie inspirieren oder so, wenn er mir gefällt, aber ich persönlich zum Beispiel würde jetzt nicht bauchfrei tragen, weil es in ist, weil ich einfach an mir nicht bauchfrei mag. Zum Beispiel frisurentechnisch, wenn man jetzt danach geht, finde ich den Zopf ganz schlimm bei Männern. Also dem gehe ich auf gar keinen Fall nach, aber sonst ist jeder eigentlich offen, was er trägt. Ja, hat das schon recht, da orientiert man sich an die anderen. Aber trotzdem hat jeder so seinen eigenen Style, jeder kleidet sich individuell und so mache ich das auch. Der eigene Stil ist wichtig und es gibt tausend Stile. Man muss nicht so oder so aussehen.